Also ich werde jetzt den Vortrag Post-Quantum Isogeny Cryptography für euch übersetzen in der Übersetzungskabine Vasago und Pete Priority. Ja, vielen Dank für die Einführung. Danke, dass ihr hier seid, danke an den Kongress, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, hier zu sein, damit ich euch über Post-Quantum-Kryptographie erzählen kann, über Isogenien und vielleicht die Leute ein bisschen belehren, was das überhaupt heißt. Und ich bin nicht so sicher, ob so viele von euch davon gehört haben. Also springen wir da euch mal rein. Tagsüber bin ich ein Mathematik-Promovent bei einer Universität. Da, wenn ihr interessiert seid, an welcher Industrie, dann könnt ihr mich gerne im Privaten fragen. Ich bin auch in Physik interessiert und Konsolen-Hacking. Ihr könnt uns an der Nintendo's Assembly später finden. Genug davon. Ich habe euch ein paar Bilder und Screenshots von Seiten genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das davon mitbekommen haben, auf den Blogs, in Social Media, über das Google Paper über Quantum Supremacy. Da gibt es einen Artikel darüber, dass wir jetzt die Quantum Supremacy erreicht haben. Ein anderer Artikel, dass Google das jetzt bestätigt, dass es ein Durchbruch ist, was auch immer das bedeutet. Das ist Googles eigener Blogpost dazu. Es gibt immer diese Bilder von diesen Gehäusen, die Quantencomputer drin haben. Was bedeutet Supremacy? Der Zustand oder die Kondition, besser zu sein als alle anderen in Autorität, Macht und Status. Also etwas Quantum Supremacy zu nennen, das schreit nach, das ist etwas ziemlich Cooles. Aber was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es für uns? Ich glaube, ich kann euch alle von Ängsten befreien, die ihr hatten. Für uns in der Praxis bedeutet es heute erstmal nichts, oder nicht viel. Für Kryptographie sind keine unserer unterliegenden Annahmen wirklich aktiv kaputt, aber in der Theorie sind sie kaputt. Also nur, da sie nur in der Theorie kaputt sind, können wir immer noch die Entwickler und die Implementierer die Schuld in die Schuhe schieben. Aber, wie ich bereits geschrieben, in einem Abstract geschrieben habe, sollten wir eher safe als sorry sein. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem die Computer wirklich die Möglichkeit haben, das zu brechen, dann sollte man eher heute anfangen. Also genau wie im Klima, man sollte heute anfangen, das Klima zu retten, bevor es dann irgendwann zu spät ist. Es gibt auch so drei weitere Vorträge, die ich hier ein bisschen bewerben möchte. Ich weiß es nicht mehr genau, an welchem Tag, aber die Beschreibung sieht ziemlich interessant aus. Geht es an über beweisbare Unsicherheit und dann Kryptographie entwirrt und High Assurance Crypto Software. Kommen wir zurück, worüber ich reden möchte. Das ist, was ich einen Post-Quantum Kryptographie Zoo nenne. Es sind so ein paar Buzzwords, wo man nicht genau wissen muss, was die bedeuten. So, Lattices, Gitter, also Codes, Multivariate Polynomial Systems, Hash-basiert, Kryptographie, und dann gibt es den, über den ich jetzt reden möchte, der nennt sich Super Singular Elliptic Curve Isogenies. Das ist das, was mich sehr interessiert, diese Isogenien. Und jetzt möchte ich euch erzählen, warum die so toll ist. Ich weiß es nicht, wie viele von euch jetzt einen Hintergrund in Mathe haben. Können vielleicht Leute die Hand heben, wenn sie eine Ausbildung in Algebra haben. Ein bisschen drüber zu. Es gibt die Dezimalzahlen, das ist zum Beispiel Pi. Dann gibt es Rationalzahlen, so ein Halb, ein Drittel und so weiter. Dann gibt es die ganzen Zahlen von minus unendlich bis unendlich, die in ganzen Schritten sich unterscheiden. Aber für Kryptographie möchten wir das ein bisschen besser verhalten. Wir möchten endliche Mengen von Zahlen. Und die mit deren Armen sind die ganzen Zahlen modulo n. Man nimmt eine positive Zahl n und betrachtet die folgende Menge von 0 bis n.
oder n minus 1. Es gibt eine gewisse Addition und Multiplikationsregeln. Also hier zum Beispiel, man kann sich jetzt mal anhand der Ziffernblatt gut visualisieren. Wenn man jetzt 10 zu 5 addiert, modulo 12, dann geht man von 10 zwei Schritte nach rechts und dann ist man bei der 0. Das ist dann quasi der Übertrag. Und dann geht man drei weitere Schritte. Also 10 plus 5 mal 12 ist 3. Also die Zahlen verhalten sich alle in dieser Art. Also einfach Addition auf einem Ohr. Für die Informatiker unter euch, für alle wissen es natürlich, gibt es natürlich die 8-Bit-Integer, wo n dann eben 2 hoch 8 ist und so weiter und so fort. Das sind die Zahlen, mit denen wir jetzt arbeiten möchten. Diese Isogenien leben in einer Welt, wo wir mit ähnlichen Zahlen, die mit n zusammenhängen. Für n wählen wir meistens eine Primzahl und wir finden das dann, dass wir einen endlichen Körper mit endlich vielen Elementen finden. Dieser Körper hat genau p Elemente dann und verhält sich genauso wie die reellen Zahlen. Man kann addieren, multiplizieren, außer mit 0. Wir können mit allen multiplizieren, aber eben nicht mit auch teilen, aber nur nicht mit 0. Also im Prinzip ist alles invertierbar. Und Computer können das tun. Es gibt aber auch Körper mit Primzahlpotenzen, also mit p hoch r Elementen. Aber die sind nicht dasselbe wie z nach p hoch rz. Aber das müsste das Einzige, was ihr wissen müsst. So. Und das kryptografische Problem, worauf ich mich konzentrieren möchte in diesem Vortrag, ist, wie macht man einfach einen Key-Austausch? Einfach auf dieses einfache Problem zu konzentrieren. Wie tauschen Alice und Bob einen Key aus, ohne dass jemand anderes da einen Zugriff drauf hält? Da gibt es klassische Lösungen dafür. Man tut ihn in den Koffer und bringt ihn zu Alice oder man zahlt jemanden, um ihn zu Alice zu bekommen. Oder man macht einen Koffer mit einem Schloss und schickt ihn hin und her und jeweils immer weitere Schlösser daran. Aber wir möchten das in einer einfachen und instantanen Art und Weise machen, mit Mathematik. Dieses einfache Problem, darauf werden wir uns jetzt konzentrieren. Klassischerweise, was auch immer das bedeutet, wurde das von Diffie-Hellman gelöst, von 1976. Nennt sich Neue Richtung in Kryptographie. Und was sie dort erfunden haben, ist eine Art und Weise, wie man zwischen zwei Parteien Schlüssel austauscht. So, wie funktioniert das? Ich erzähle euch jetzt kurz, wie das funktioniert. Es gibt zwei Parteien, Alice und Bob, die sich auf einen sicheren Primzahl Modulus n einigen und einen Generator g. Was bedeutet das? In meiner Menge möchte ich ein Element auswählen, so dass jedes andere Element als Produkt von diesem Element geschrieben wird. Also es ist ein Generator von diesem Feld. Das ist mein Start. Hier sind Alice und Bob und sie haben sich auf diese zwei Parameter geeinigt. Wie tauschen sie jetzt einen Schlüssel aus? Das ist sehr symmetrisch. Also Alice wählt sich zufällig ein Element aus und sendet g hoch a modulo n an Bob. Und Bob macht genau das Gleiche. Alice auf der Left sucht sich ein zufälliges kleines a und sendet das große a an Bob. Bob wählt sich ein kleines zufälliges b aus und sendet das große b an Alice. Und jetzt müssen die das irgendwie kombinieren. Und wie machen sie das? Sie rechnen sich diesen geteilten Schlüssel aus. Alice nimmt das B, das sie von Bob bekommen haben, und potenziert das mit ihrem eigenen A, und Bob macht dasselbe. Und durch die Mathematik bekommen beide das gleiche klein k. Und jetzt erzähle ich auch, warum das schwierig ist für die anderen, für jemand anders, die an auf das kleine k zu kommen. Und ich schreibe das jetzt mathematisch auf.
möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen. Das ist dieses kommutative Diagramm, das diesen Schlüsselaustausch repräsentiert. Bob und Alice starten beide links oben mit dem kleinen g und enden beide rechts unten mit dem g hoch ab. Also beide können dieses g hoch ab berechnen. Und wie funktioniert das? Alice berechnet ohne die horizontalen Pfeile, also sie potenziert nur mit klein a, das ist nämlich ihr zufälliges geheimer Schlüssel, und Bob nimmt nur die vertikalen Pfeile. Und aufgrund der Kommutativität und der Assoziativität der Potenzierung kommt bei beiden dasselbe raus. Irgendwo darin versteckt sich jetzt ein Problem, das wir gerne das diskrete Logarithmusproblem nennen. Und gerade für ganze Zahlen modulus n, glaubt mir eins noch nur, dass wenn ich euch y und g gebe, dann ist es für euch sehr schwierig, dieses kleine x zu finden. So ähnlich wie den Logarithmus zu berechnen von g hoch x. Nur, dass wir jetzt eben nur die ganzen Zahlen nehmen oder dieses endliche Menge an Namen. Und das ist ein sehr schwieriges Problem für klassische Computer. Und der beste klassische Algorithmus, der dieses Problem löst, ich werde es nicht da explizit darüber, ich rede einfach nur von generischen Algorithmen. Und der beste Algorithmus, da hat eine Laufzeit von Wurzel groß n. Zum Beispiel, wenn jetzt n, wenn wir n so wählen wie 2 hoch klein n, also n-Bit, dann braucht das exponentiell Zeit in n. Weil die Potenz von 2 hoch n ist immer noch sehr groß. Wenn ich jetzt n 1000 mache, dann sind es immer 512 Bits. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Aber es gab vor kurzem einen Rekord, die Faktorisierung für DLP zu machen, über einen 795-Bit-Modulus. Und die haben ein bisschen besseren Algorithmus verwendet, aber es hat sie ihnen immer noch sehr lange viel Zeit gekostet. Und es hat ihnen irgendwie 4000 Core-Kernjahre gekostet. Das ist eine sehr lange Zeit. Also es ist möglich, das zu lösen. Und wenn der Hammer groß genug ist, dann kann ich das Problem lösen. Aber wie gesagt, man kann n sehr, sehr groß wählen. Aber es gibt einen Quantenalgorithmus dafür. Das ist andere Paper von 1995, Peter Shor hat sich diesen Algorithmus ausgedacht, der dieses Problem in polynomischer Zeit löst. Also erinnert euch, vorhin war es 2 hoch n und hier in dem Fall ist es einfach n hoch 3. Und das ist nicht sehr groß. Und n, wenn man 1000 macht, dann ist dann ist 1000 hoch 3 immer noch sehr klein. Das ist also ein sehr guter Algorithmus, der davon ausgeht, dass es einen Quantencomputer gibt. Aber dieser Algorithmus theoretisch kann dieses Problem lösen. Aber vielleicht in 100 Jahren oder in 1000 Jahren, sobald es einen Quantencomputer gibt, der diesen Algorithmus ausführen kann, dann ist Diffie-Hellman kaputt. Was machen wir also? Lass uns einfach mal Kryptographie überlegen, von der wir nicht von der Existenz eines Quantenalgorithmus wissen. Da gibt es ein paar Kandidaten. Also etwa dieses sehr lange Wort und dann Isogenie. Wovon ich euch erzählen möchte, ist, was ist eine Isogenie und wie machen wir damit einen Schlüsselaustausch? Das ist erstmal ein dekoratives Wort, aber was bedeutet das? Und da gab es noch dieses andere Wort, mit dem ich angefangen habe, nämlich elliptische Kurven. Was bedeutet denn das eigentlich? Also möchte ich euch das erklären oder euch eine Erinnerung geben, falls ihr es schon mal gesehen habt. Also ihr seht zwei Variablen und zwei Konstante, die Variablen y und x und die Konstante a und b. Und die Gleichung ist y² ist gleich x hoch 3 plus ax plus b. Und dafür möchten wir jetzt alle Lösungen, alle möglichen Paare y und x suchen, die das lösen.
Insbesondere natürlich für die verschiedenen Zahlentypen, die wir da hineintun können. Etwa wie reelle Zahlen, also Dezimalzahlen. Und eigentlich möchten wir es aber natürlich über endlichen Körpern tun, denn die mögen wir. In diesem Beispiel seht ihr jetzt eine elliptische Kurve für a gleich 0 und b gleich 1, also y² ist gleich x hoch 3 plus 1 über r. Dann sieht das die Lösungsmenge so aus. Und die geht in die unendlichen Weiten, sowohl oben rechts als auch unten rechts. Wenn wir uns das jetzt auf dem endlichen Körper ansehen und die Achsen entsprechend diskretisieren, sieht es halt aus wie so eine Menge von Punkten. Wir sehen, elliptische Kurven sehen unterschiedlich über verschiedenen Körpern aus, aber das ist okay. Jetzt eine kleine Erinnerung, warum Leute elliptische Kurven mögen. Es gibt so etwas wie eine Regel, um Punkte zu addieren. Also gegeben zwei Punkte auf den Kurven, können wir sie addieren. Das ist nicht Addition, wie ihr euch das auf den Zahlen vorstellen würdet, sondern eine Regel auf Basis dieser Kurve. Wie würde das also etwa auf dieser reellen Kurve, die wir uns gerade angesehen haben, an? Wir nehmen uns die zwei Punkte, verbinden die über eine Gerade und dann ist die Summe genau der Schnitt, von dem wir halt wissen, dass es den im allgemeinen Zustand geben muss. Also wenn wir durch zwei Punkte in die Kurve schneiden, muss es einen dritten Punkt geben und das nennen wir genau diese Summe. Und nachdem wir es an der x-Achse reflektiert haben. Und das definieren wir als die Summe dieser beiden Punkte. Das funktioniert. Wir können Punkte addieren, wir können sie subtrahieren. Das benennt sich ungefähr wie ganze Zahlen modulo n. Also ungefähr, es ist halt nicht ganz dasselbe. Wir markieren auch noch einen speziellen Punkt, so ein hübsches O, den Ursprung. Und dieser Ursprung benennt sich etwa wie eine Null. Also wenn wir einen Punkt mit seinem Inversen addieren, kriegen wir Null. Oder wenn wir einen Punkt und Null addieren, behalten wir einen Punkt. Wir können außerdem Punkte multiplizieren mit ganzen Zahlen. Das kennt ihr auch von anderen Objekten. Es ist einfach, was bedeutet das? Ein Punkt halt n-mal mit sich selbst addieren. Das ist angenehm. Wenn wir genauer hinsehen, können wir uns diese spezielle Menge ansehen. Das nennen wir e mit Klammern n. Das sind dann genau die Punkte auf dieser Kurve, die multipliziert mit n 0 geben. Und diese Menge für die mathematisch beschlagenen Menschen unter uns sind die N-Torsion dieser elliptischen Kurve. Und das benimmt sich ungefähr wie zwei Kopien von additiven ganzen Zahlen modulo n. Und das ist jetzt, wo dieses Supersingulär herkommt. Es gibt verschiedene Definitionen, aber das ist eine. Wenn wir nicht über den reellen Zahlen sind, sondern über einem endlichen Primkörper und uns die P-Torsionen ansehen, dann verhalten die sich verschieden für verschiedene Kurven. Nämlich, wenn diese Torsion hier 0 ist, nennen wir sie supersingulär. Und wenn es einfach Z modulo PZ ist, dann ist es eine gewöhnliche Kurve. Es ist nie wichtig zu wissen, was das bedeutet, ist nur einfach, dass es diese Unterscheidung gibt. Irgendwo in der Mathematik tief verbuddelt. Und weil diese N-Torsion gerade diese zwei additiven Gruppen Z modulo NZ sind, können wir zwei Erzeuger wählen, diese Ps und Qs, also hier ein P und Q, sodass a mal P plus B mal Q alle möglichen N-Torsionspunkte beschreiben. Wir können uns also das diskrete Logarithmusproblem auf dieser Gruppe ansehen. Und wir wissen aber, naja, diskreter Logarithmus mit Shor's Algorithmus lässt sich hier lösen. Das erzeugt uns also dasselbe Problem wie vorher, wir müssen irgendwas besser machen. So, und das ist der Punkt, wo wir von Isoguenien reden. So, one way you can think of an isogeny.
Eine Art, wie wir über Isogenien nachdenken können, ist, erinnert euch, wie wir an Z modulo NZ angekommen sind, indem wir einfach Z durch die N-fachen geteilt haben. So etwas Ähnliches können wir machen mit elliptischen Kurven. Wir nehmen einen Teil dieser N-Torsion, dieser elliptischen Kurve, und können die elliptische Kurve teilen durch diese N-Torsion. Und wir stellen fest, dass es mathematisch tatsächlich wohl definiert und gibt eine neue elliptische Kurve. Wir nehmen also einen Teil dieser N-Torsion einer Kurve E1 und diesen Teil G und können eine neue Kurve definieren, E1 modulo G und dann E2. Und wir kriegen tatsächlich sogar etwas mehr, nämlich auch eine Abbildung von E1 nach E2. Und das nennen wir eine Isogenie. Für uns ist also eine Isogenie an diesem Punkt einfach nur eine Abbildung, die uns von einer Kurve zu einer anderen bringt. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise speziell, nämlich die respektieren Additionen auf diesen elliptischen Kurven. Wir können zwei Punkte auf der Kurve E1 nehmen, sie addieren und dann die Isogenie anwenden. Oder aber wir nehmen uns die beiden Punkte, wenden je die Isogenie an und addieren sie dann auf der neuen Kurve und das ist gleich. Das ist angenehm und speziell. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt muss ich noch eine Definition einbringen. In Mathematik nennen wir den Kern einer Abbildung all die Eingabewerte, die auf 0 abgebildet werden. Wir haben diesen Ursprung gesehen, der sich wie eine 0 benimmt. Und wir nehmen als Kern der Abbildung genau all die Punkte dieser Isogenie, die auf 0 geworfen werden. Und der Kern der Isogenie ist gerade genau gegeben von diesem G innerhalb dieser N-Torsion, dieser ersten elliptischen Kurve. Also ist der Kern von Phi. Genau die Urbilder von der 0, genau das G. Was genau der Anteil war, den wir benutzt haben, um diese zweite Kurve zu bauen. Es gibt also zwei Wege, wie wir über diese Isogonien nachdenken können. Das eine ist, wir können mit dem Quotienten starten und eine Isogonie erhalten. Oder andererseits eine Isogonie haben, finden, was der Kern ist, etwa ein G, und dann den Quotienten bilden. Zuletzt finden wir also, es gibt eine Korrespondenz zwischen den verschiedenen Untergruppen dieser N-Torsionen einer elliptischen Kurve und der Isogenien, die aus E1 heraus abbilden. Also können wir diese Definitionen austauschbar verwenden. Und ja, natürlich kann ich verschiedene Ns benutzen, also kann ich viele verschiedene Isogenien aus einer Kurve herausfinden und definieren. Was wir aber in der Praxis tatsächlich wollen, ist mit diesen Isogenien rechnen. Das ist bis hierhin Abstract Nonsense. Ich habe euch noch überhaupt nichts darüber erzählt, wie man damit rechnet. Es ist also nicht nützlich, wenn wir es in Praxis nicht einsetzen können. Wir können sie ausrechnen, es gibt Formeln. Und die Kosten gehen aber hoch, wenn wir das n hochfahren. Also möchten wir eigentlich kleine n's nehmen, also kleine Potenzen oder kleine Primzahlen, etwa 2 oder 3. Und es sind genau die supersingulären Kurven, für die wir die möglichen n sehr einfach kontrollieren können. Wenn wir also mit supersingulären elliptischen Kurven über dem Körper mit p-Quadrat-Elementen arbeiten, dann mit der Primzahl 2 hoch n mal 3 hoch n plus minus 1, dann sind n's wie 2 hoch n und 3 hoch m legitime Wahlen. Das ist hier nicht besonders interessant, aber es ist sehr wichtig für die Implementation. Und es ist wichtig zu wissen, dass wir die Isogenien haben, die wir gerne benutzen wollen.
Und es gibt eine andere wichtige Begründung dafür und die ist interessant für Kryptographie. Fangen wir also bei einer beliebigen Kurve an. Nicht unbedingt eine super singuläre, sondern irgendeine. Und wir schauen uns zwei isogenien an, die da heraus abbilden können. Und von diesen Zielkurven sehen wir uns wieder alle möglichen zwei isogenien an und so fort. Das jetzt definiert einen Graphen, wo die Punkte die Kurven sind und die Kanten die isogenien. Ihr seht also irgendwie hinter den Kulissen spielt dieser Graph. Wenn man das jetzt für eine supersinguläre elliptische Kurve macht, dann findet man etwa so einen Graphen. Ich weiß nicht mehr für welche Primzahl. Und hier seht ihr, jeder Knoten ist eine elliptische Kurve und jede Kante eine Isogenie. Das ist ein Beispiel für einen supersingulären Zwei-Isogenie-Graph. Und das können wir auch für andere n machen, sagen wir etwa für n gleich 3, wenn das denn möglich ist. Was ist jetzt wichtig an dem supersingulären Graphen? Das eine ist, er ist zusammenhängend. Das ist ein Ramanujan-Graph. Darüber werde ich in einer Sekunde was sagen. Und als zusätzlicher Bonus ist der Körper, über dem das definiert ist, im endlichen Körper mit p-Quadrat-Elementen. Das ist nützlich für effiziente Implementationen. Wenn man keine supersingulären Kurven nimmt, dann könnte dieser definierende Körper wachsen. Und das wäre schlecht für die Implementation. Für die supersingulären passiert das nicht. Also passieren hier magisch reichlich Dinge, die gut für uns sind. Noch einmal, warum ist es wichtig, dass das ein Ramanujan-Graph ist? Er hat ein paar optimale Erweiterungseigenschaften. Wenn ich bei einem zufälligen Punkt in meinem Graph starte und zufällig weiterlaufe, mit logarithmischer Erweiterungszeit in der Anzahl der Knoten, dann finde ich einen ziemlich gleich verteilten Platz in dem Graphen. Und das ist halt super für Kryptographie. Denn wir wollen nur log viele Schritte benutzen müssen, um einen scheinbar zufälligen Status in dem Graphen zu erreichen. Seht euch das etwa in diesem Beispiel an. Der rote Punkt ist, wo ich gestartet habe. Und für ihr Haus machen wir ein paar zufällige Bewegungen. Und ihr seht, wo die blauen Punkte rausgekommen sind. Das beweist zwar nichts, aber ihr könnt ahnen, dass es eine gute Verteilung ist. Es ist halt gut für Kryptographie, aber es gibt andere Gründe. Also wir können tatsächlich auch berechnen, wie viele von diesen Kurven wir haben in unserem Graph. Also wenn ich nicht mal wisse, wie viel Kurven es in dem Graph gibt, dann kann ich jetzt auch nichts über die Sicherheit aussagen. Aber gerade für die supersingulären kann ich sagen, dass es ungefähr p über 12 gibt. Wenn ich jetzt p so in Bit wähle, dann weiß ich ungefähr, dass es ungefähr 2 hoch n Elemente hat. Und da sehe ich jetzt was über die kryptografische Stärke. Also wenn ich n groß wähle, dann haben wir diesen zufälligen Graph, wir machen einen zufälligen Lauf und dann weiß ich eben, wie lange mein Algorithmus ungefähr laufen wird. Und das ist auch etwas, warum wir diese Kurven betrachten möchten. Weil ich euch sagen kann, wie viele Elemente in diesem Graph drin sind. Eine kurze Zusammenfassung, was wir gesehen haben. Wir getten also eine kompakte Darstellung eines L plus 1 regulären Graphen, zum Beispiel für L gleich 2 oder 3. Es geht auch mit größeren, aber darum kümmern wir uns gar nicht, weil das ist, was uns die schnellste Arithmetik gibt, sodass dass wir über dem Körper p Quadrat arbeiten können. Ich kann euch sagen, dass es ungefähr p über 12 Punkte gibt. Und dieser Graph hat eben gewisse mischende Eigenschaften, die sehr praktisch sind für kryptografische Anwendungen. Und nochmal, wenn wir
Wenn wir eine n-Bit-Primzahl wählen, dann hat der Graph ungefähr 2 hoch n, 2 hoch n Punkte. Stellt sich heraus, dass es, es gibt ein paar schwere Probleme, ein paar harte Probleme, die keine guten Quantenalgorithmen haben. Ein hartes Problem ist zum Beispiel, wenn man jetzt zwei supersinguläre elliptische Kurven hat, also einfach zwei zufällige Kurven in diesem Graph, und ich frage euch, finde einen isogenen Pfad von zwei isogenen oder so weiter, dann hat das keinen guten Quantenalgorithmus. Klassischerweise der beste bekannte Algorithmus hat Komplexität von p hoch ein Viertel. Und der beste Quantenalgorithmus ist ein bisschen besser, hat p hoch ein Sechstel. Es ist nicht so wichtig, was da oben steht, aber was wichtig ist, es gibt keine Algorithmen, die in polynomischer Zeit laufen. Ich mache das p also sehr groß und dann braucht der hypothetische Quantencomputer dafür sehr, sehr lange. Und das ist cool. Also wie tauschen wir jetzt Keys aus? Wir starten also mit so einer supersingulären elliptischen Kurve, sodass 2 und 3 isogenen möglich sind. Und Alice wählt eine zufällige Untergruppe A der Torsion und sendet diesen E durch A an Bob. Und Bob macht das Gleiche. Er wählt eine zufällige Untergruppe und sendet seine Isogenie an Alice. Also E über B ist das gleiche wie eine Isogenie. Und das ist das Bild, das wir bekommen. Das ist Alice und das ist Bob. Alice hat sich A ausgewählt, Bob hat B ausgewählt. Alice sendet E über A an Bob und Bob sendet E oder B an Alice. Und wie einigen sie sich jetzt auf einen geteilten Schlüssel? Und sie teilen einfach die Untergruppe, definiert von A und B. Und das, was rauskommt, ist dasselbe für Alice und Bob. Wie funktioniert das jetzt also? Gehen wir nochmal zu unserem Graphen zurück. Angenommen, Alice und Bob einigen sich auf die schwarze Kurve, die schwarze Punkte auf der linken Seite. Und Alice berechnet diese roten Schritte. Das entspricht der Wahl einer Untergruppe. Für ihre geheime Untergruppe berechnet sie diesen Weg und endet dann an der roten Kurve oben rechts. Bob macht das Gleiche, aber Bob ist jetzt nicht im 2-Graph, aber im 3-Graph. Und die schwarze Punkt ist da unten, also die Kurve, die er sich ausgewählt hat, rechnet sich seinen geheimen Pfad aus und endet dann an der blauen Kurve. Bob sendet die blaue Kurve an Alice, Alice sendet ihre rote Kurve an. Und Alice betrachtet jetzt die blaue Kurve in ihrem 2-Graph. Sie startet von der blauen Kurve und berechnet denselben geheimen Pfad und endet an dem grünen Punkt. Bob kriegt die rote Kurve von Alice, hat die rote Kurve hier oben, berechnet den Pfad und endet in einer grünen Kurve. Und es stellt sich heraus, dass der grüne Punkt in den beiden Graphen jeweils dieselbe Kurve ist. Das ist SEDH. So tauscht man einen geheimen Schlüssel über diesen supersingulären isogenen Graph aus. Jetzt vergleichen wir diese beiden Sachen einmal, den DLP und den SEDH-Vorgehensweise. Wir hatten dieses kommutative Diagramm. Alice und Bob haben links oben angefangen und sind dann am Ende rechts unten rausgekommen. Und für SEDH sieht es sehr ähnlich aus. Alice und Bob fangen mit der gemeinsamen Kurve E an, oben links. Und genauso wie vorhin, Alice und Bob. Alice nimmt unten nur die horizontalen Pfeile, weil sie kennt ihre geheime Gruppe A. Bob macht das gleiche für B, für die vertikalen Pfeile. Und sie enden beide in der rechten unteren Ecke. Aber der geteilte Schlüssel ist jetzt nicht, also nicht G hoch AB, aber diese elliptische Kurve. Aber es gibt halt eine mathematische Möglichkeit, eine eindeutige Nummer dem zuzuweisen, also das jetzt irgendwie in Bytes zu verwandeln.
Das ist SED, ja, das ist alles. So ein schönes Beispiel von eines Post-Quantum-Kryptographie-Schema, das wir heutzutage haben. Jetzt noch eine kurze Zusammenfassung. Ich habe euch diesen Zoo gezeigt, da gibt es mehrere Kandidaten für diese Post-Quantum-Kryptographie. Und einer dieser ist, sind einige Schemas, die auf den supersingulären elliptischen Kurven Isogenien basieren. Wir haben gesehen, wir kennen ein paar harte Probleme, die sich um diese Isogenien drehen, die eben schwer sind für Quantencomputer, sie zu lösen. Das ist ein mögliches Schema für eine Quantencomputerwelt. Wir stellen uns das nicht vor, dass eine Welt vor, in der Leute wie ihr oder ich einen Quantencomputer haben, so aber halt gewisse Regierungspersonen Zugriff darauf haben. Was wir gesehen haben, dass wir einen Diffie-Hellman Key Exchange ausgeführt haben, was ich noch nicht erzählt habe, ist, das gibt also auch Schemas für Signaturen, es gibt Schemas für Schlüsselverkapselung, also es gibt auch andere Kandidaten für andere kryptografische Blöcke, die man hier finden kann. Wenn es euch wirklich interessiert, dann könnt ihr entweder mich fragen oder zu unserer Assembly kommen. Und wenn ihr gerne wissenschaftliche Paper lest, gerade Papers über Isogenien und Kryptographie im Allgemeinen, dann findet ihr das auf dem ePrint Archive. Das ist eine Homepage, wo Leute ihre Preprints veröffentlichen. Und es gibt eine riesige Auswahl an Papers darüber. Und eine Auswahl davon sind eben Paper über Isogenien. Und damit möchte ich mich bei euch allen für eure Aufmerksamkeit bedanken. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich habe den Signalengel, der eine Frage hat. Kannst du Literatur erwähnen für den theoretischen Hintergrund? Es gibt ein paar Paper. Die Frage war nach Literatur. Ja, gibt ein paar Paper mit netten und theoretisch tiefgehenden Zusammenfassungen über diesen Hintergrund. Und die besten Wetten sind genau auf diese ePrint-Adresse zu geben, die ich euch gerade gezeigt habe. Seht einfach nach Isogenies, SIDH. Vielleicht etwas wie eine kurze Einführung in Isogenien. Aus dem Kopf kenne ich sie nicht, aber es gibt sie. Und es gibt ein gerade erst kürzlich erschienenes Paper von Craig Costello. Das eine gute Quelle wäre dafür. Isogenien für AnfängerInnen. Also du hast elliptische Kurven benutzt, also eine algebraische Gruppe benutzt, um diese Isogenie-Graphen zu berechnen. Warum benutzt du jetzt also elliptische Kurven? Was sind die Eigenschaften von elliptischen Kurven als Gruppe? Kann man eine beliebige Gruppe nutzen, um diese Graphen zu berechnen? Und kann man diese dann als Basis für so ein Schema zu benutzen, um einen Schlüssel auszutauschen? Die Frage, warum Isogenie-Graphen und elliptische Kurven, nicht irgendwelche anderen Gruppen? Dazu gibt es im Grunde eine zweifache Antwort. Gehen wir einfach mal auf meine Backup-Folien. You can see there is some extra information being sent, namely
Ihr seht, hier wird ein bisschen extra Informationen geschickt. Und dasselbe kommutative Diagramm lässt sich tatsächlich auf eine andere Gruppe berechnen für SIDH. Aber der Graph, den man kriegen würde, ist wahrscheinlich nicht interessant. Sind also schon Eigenschaften dieser elliptischen Kurven, die das interessant machen für Kryptographie. Aber ja, in Theorie geht das für beliebige Gruppen. Okay, how good are classical algorithms, wie gut sind also klassische Algorithmen, die versuchen, dieses SIDH zu knacken? Das wäre die Grenze für wie groß die Schlüssel sein müssen, um sicher zu sein. Wie gut sind klassische Algorithmen? Wie gesagt, ich glaube, die Laufzeit ist ungefähr Wurzel aus p. Und how confident are you that this really is hard for a quantum computer as well? Wie sicher bist du, dass es auch wirklich für einen Quantencomputer sicher ist? Ich bin recht sicher. Also, ja, natürlich, Kryptographie geht es immer irgendwie um Vertrauen. Jemand stellt ein Problem vor und wenn es nach 40 Jahren nicht kaputt ist, sind wir ganz optimistisch, dass es schwer zu knacken ist. Und wenn man da jetzt irgendwie nichts weiter zu finden hat, so, ja, sind wir ganz optimistisch. Und das hier ist eine Frage, die halt nur Zeit beantworten kann. Noch eine Frage von dem Internet. Ist es möglich zu beweisen, dass es keinen Algorithmus für das Problem gibt, der das Problem in polynomialer Zeit löst? Gute Frage. Wie zeigt man, dass es keinen Algorithmus gibt? Das bringt uns in ein schwieriges Territorium. Also, nee, geben tut es jedenfalls noch nicht. Ja. Auf letzten Folie sagst du, dass es schwierig ist, aber das kann nicht wahr sein, weil wir wissen nicht mal, ob ein Algorithmus überhaupt, wenn wir nicht beweisen können, ob ein Algorithmus überhaupt hart für einen klassischen Computer ist. Also das sind mit derselben Intuition, die wir halt über Faktorisierung haben. Du hast erwähnt, dass es mehrere Kandidaten gibt und alle fühlen sich intuitiv eben ähnlich wie die klassischen Probleme. Ist das dieser Kandidat, der dir vorgestellt ist, der Kandidat, auf den du wetten würdest, dass es der beste Kandidat ist für Postquantum-Kryptographie? Deine Meinung ist natürlich total valide. Wir haben keine Ahnung. Also, ja, wie etabliert man, dass man sowas vertrauen kann? Man wartet ausreichend Jahre und sagt irgendwie, okay, niemand hat was gefunden. Und diese Dinge sind ziemlich neu. Persönlich werde ich an diese Dinge nicht glauben, solange nicht genug Zeit vergangen ist. Mein Grund, mir das hier anzusehen, ist eher die mathematische Neugierde. Und die Kryptographie, die dabei rauskommt, ist für mich eher eine Nebenwirkung. Also, ich möchte hier keine Wetten abgeben, welches davon die Post-Quantum-Kryptographie-Zukunft ist. Du hast gesagt, dass es hart ist, für die klassische und für die Quantenkryptographie-Art und Weise. Ich habe jetzt aber vor kurzem ein Paper gelesen vom letzten Jahr über eine kombinierte Art und Weise zwischen klassisch und Quantenkryptographie, die beide in den Schatten stellt. Glaubst du, dass es auch für dieses Problem relevant ist, um dass es eben in polynomialer Zeit zu berechnen ist? Das ist denkbar. Das ist ein Algorithmus, ist die Frage. Es gibt einen Algorithmus, der klassisch und Quantum irgendwie zusammenbringt, um das zu knacken.
also, naja, wenn wir es das so ansehen, auch Shor hat einen klassischen und einen Quantenanteil. Also, mir ist nicht klar, welchen Algorithmus du nachgelesen hast. Also, ja, jeder solcher Algorithmus hat klassische und Quantenanteile. Frage aus dem Internet. Kannst du die anderen Mitbewerber erwähnen? Es gibt Super Singular Isogeny Key Verkapselung, aber ich folge den NIST Challenges nicht. Das könnt ihr aber auf den NIST auf der NIST Website euch ansehen. Und da wird dann auch beschrieben, welche dieser TeilnehmerInnen auf Gittern oder welcher Mathematik sonst basieren. Weiß ich nicht viel, sorry. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, diese Isogenien sind Gruppenhomomorphismen zwischen diesen elliptischen Kurven und die Faktorgruppe durchgeteilt durch G, die eben einen Kern von G hat. Alles, was du gesagt hast, ist, dass den Isogenie-Pfad zu finden, ist ziemlich schwierig. Wäre nicht die wirkliche, richtige Schwierigkeit, alle Untergruppen zu finden, weil alle Gruppenhomomorphismen ist einfach nur die kanonische Projektion. Ich sehe, du hast mathematisches Training, gefällt mir. Wenn du dir diese Folie ansiehst, siehst du, dass die Geheimnisse Alpha und Beta sind, die diese Untergruppe definieren. Also ist den Isogenie-Pfad zu finden äquivalent dazu, das Alpha oder Beta zu finden. Also ja, es schreibt das Problem um, aber bleibt schwer. Kann man das Spiel noch weiter treiben? Kann man höherdimensionale Varietäten anbetrachten, um das noch sicherer zu machen? Oder ist das nicht zugänglich von der um das zu berechnen? Was das von des Körper, Definitionskörper? Die Frage wäre, kann man höherdimensionale Abelsche Varietäten benutzen? Ja, also man spricht davon, dass diese Dinge verschiedene Dimensionen haben. Elliptische Kurven wären Dimension 1 Dinger. Die Frage ist, gibt es Dimension 2 oder 3 Beispiele davon? Wenn wir uns etwas diskrete Logarithmusprobleme auf den elliptischen Kurven ansehen, hat man darüber nachgedacht, ob man das in Dimension 2 oder 3 kann. Und dann hat man aber festgestellt, dass das DLP-Problem in höheren Dimensionen einfacher wird. Was man natürlich machen kann, ist sich Isogenien in Dimension 2 oder 3 ansehen. Und das Problem ist, für elliptische Kurven können wir Isogenien relativ effizient berechnen. Und das wird schwer, wenn die Dimensionen größer werden. Für Dimension 2 schon sind die einzigen Isogenien, die wir effizient berechnen können, 2 und 3 Isogenien. Dafür gibt es dann Bibliotheken, die das für kleine Primzahlen können, für 2 und 3 Isogenien. Und Dimension 2 Varietäten kommen alle von hyperelliptischen Kurven. Und dann landet man manchmal in einem Punkt in dem Graphen, der nicht von der hyperelliptischen Kurve kommt. Ich habe einen Freund, der sich das in Geschlecht 2 angesehen hat. Das fühlt sich aber mehr wie ein Spielzeugmodell an, als wie etwas Praktisches. Kann man das benutzen, um ein komplett homomorphes Encryption-Verschlüsselungsschema zu benutzen?
Ja, nee, also Full Homomorphe Verschlüsselung ist ein Luftschloss. Wir nehmen uns also. Man sollte also verschlüsselte Texte multiplizieren können und dasselbe kriegen, wie wenn man die Klartexte multipliziert und dann verschlüsselt. Und ja. That cannot be stark reduced to finding a hidden subgroup in an abelian group. Could you repeat the question, please? Is there any crypto? Gibt es ein Krypto-Primitiv in dem isogenien Zugang, das nicht dazu reduziert sein kann, eine Untergruppe in einer abelschen Gruppe zu finden? Maybe the hidden shift problem or the hidden subgroup problem. And Cooperberg's algorithm, but I think I'm not able to answer the question now without talking to the person that actually asked it, because it's a bit vague, so I'm sorry about that. Ich glaube, ich bin mir nicht klar, ob ich das gut beantworten kann, ohne mit der Person zu sprechen, die das gefragt hat, weil die Frage zu vage ist. Wie sendet man so eine elliptische Kurve übers Internet? Ihr habt einen der politischen Kurven diese Koeffizienten gesehen. Was ich euch nicht erzählt habe, man kann an so einer elliptischen Kurve eine Invariante definieren, nämlich die G-Invariante. Und das ist eine Signatur dieser elliptischen Kurve, die sie eindeutig definiert. Und das heißt, wir schicken einfach die G-Invariante. Und von da aus kann man die elliptische Kurve dann im Prinzip vollständig wieder berechnen. Und das macht es interessant. Und ich glaube, das war alles. Vielen Dank. Und auch wir bedanken uns aus der Übersetzerkabine, haben für euch übersetzt.